Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stardew Valley. Ja, Leute, wir haben eine Hühnerstatue ja, bekommen. Die steht jetzt bei uns im Haus. Ja, wir werden mal gucken, ob wir noch bald wieder einen Apfelbaum kaufen können. Werden mal sehen. Guten Morgen, schöner Morgen. Hier steht sie. Juhu. Ich gucke, wir können ja mal gucken, können wir die eigentlich vielleicht auch vor die Tür stellen? Nee. Schade. Naja, gut. Dann nicht. War ein Versuch wert. Dann stellen wir sie erstmal hier wieder hin. Irgendwie hier so. Schwupps. Ja. Gut. Wir können Bohnen ernten. Sehr schön. Wir werden mal unsere Gießkanne holen. Ich hoffe, der Blumenkohl, der wächst noch. So, komm. Machen wir das. Okay. So, einmal gießen bitte. Und ich bin sehr gespannt, wann wir jetzt Samen bekommen. Sommerfrüchte, also Sommergewächse. Und wie das dann aussieht hier bei uns mit diesen Pflanzen. Wann die kaputt gehen oder wie das dann wird. Bitte nicht kaputt machen, so. Schwupps. Haben wir die jetzt? Hat die jetzt Wasser bekommen? Ja. So. Gut, wir haben sie alle gegossen. Wir gucken unser Apfelbäumchen. Alles gut. Komm, kriegst auch nochmal. So. Machen wir wieder voll. Kein Problem. Den Lehm, den legen wir mal in die Kiste. Das schleppen wir jetzt nicht mit. Die Gießkanne lassen wir auch mal da. Dann haben wir noch ein bisschen mehr Platz. Ja, die Bohne, die können wir dann hier in unsere Kiste legen. Wir haben nicht allzu viel im Moment, aber nun. Ja, wo ist eigentlich Nacho? Wo ist unser Hund? Juhu. Da, hallo. Na? Alles gut bei dir. Super duper. Jetzt gucken wir mal. Hier können wir auch noch ein bisschen weitermachen, dass wir auch noch ein bisschen Weg uns machen. Ja, obwohl, wir sollten vielleicht erstmal überlegen, wie wir es dann tatsächlich mit den Feldern machen. Im Moment ist es ja erstmal alles eher so ein bisschen provisorisch noch, ne? Hier haben wir noch mal so ein Blümchen. Sehr schön. Können wir jetzt mal vielleicht auch ein, zwei verschenken. Wenn wir jemanden finden, werden wir ihm mal ein Blümchen schenken. Vielleicht. So, komm, wir gucken hier mal auf den Kalender. So, wenn er mal möchte. Na komm. Irgendwie will er das manchmal nicht. So, letzter Tag. Ich bin sehr gespannt, was morgen passiert. So. Ach, guck mal. Hier ihm geben wir mal eine Blume. Ja, okay. Narzisse essen? Nein. Der war so schnell weg. Gut. Haben wir das? Wir könnten ja mal unten zum Strand gehen. Können wir da noch vielleicht ein bisschen was sammeln, wenn wir Glück haben? Was liegt denn da? Was ist das denn? Herzmuschel, okay. Wir haben was Neues. Miesmuschel. Noch eine Muschel. Muscheln. Super, duper. Aber mal eine neue. Und hier. Wir werden sie ausbuddeln.
Schwupps, und wir haben wieder so einen Seestern. Ja, gut. Können wir erstmal. Ja, wir werden den sehr wahrscheinlich sammeln. Vielleicht müssen wir den auch in dieses mysteriöse Haus bringen. Kann sein. Ich weiß es nicht. Werden wir mal gucken. Jetzt haben wir hier so ein bisschen Seeigel. Auch nicht schlecht. Nochmal eine Muschel. So. Haben wir ein bisschen mehr. Super. Gucken wir mal. Aber das war's, glaube ich, ne? Ja. Glaube schon. So, gucken wir mal. Ach, guck mal, ihm schenken wir mal eine Blume. Ich bin kein großer Fan davon. Okay. Dann nicht. Hallo, ich hoffe, dein Bauernleben gestaltet sich so, wie du es dir erhofft hast. Jo. Also auf Blumen steht er nicht. Naja, war ein Versuch wert, ne? Ja, man muss erstmal herausfinden, was die Leute auch mögen, habe ich so den Eindruck, ne? Nicht jeder freut sich über alles. Naja. Ist halt so, ne? Kann man ja vorher nicht wissen. Naja, man kann schon ein bisschen hören, was die Leute sagen, so, ne? Kann man hier eigentlich was dran machen? Nee. Ich dachte, man könnte den dann irgendwie aufmachen oder so. Aber... Nee, geht nicht. Jetzt haben wir eine Blume verschenkt und er hat sich noch nicht mal gefreut. Naja. Hier kommen wir immer noch nicht rein. Mal gucken, vielleicht kommen wir ab morgen hier rein. Ich bin gespannt. Hier ist nichts. So, jetzt laufen wir hier einmal im Kreis. Gucken wir mal hier oben. Hier waren wir auch schon lange nicht mehr. In diesem blöden Markt wollen wir nicht gehen. Da werden wir auch nichts einkaufen. Ne, das machen wir nicht. So. Ja, ich hoffe mal, dass das mit dem Blumenkohl noch klappt. Dass wir diesen Blumenkohl noch abgeben können. Es wäre nicht schlecht, ich weiß nicht. Könnte knapp werden, ne? So, jetzt sind wir hier an dem Haus. Wir haben ja gerade mal hier diese Muscheln dabei. Wir legen das hier mal ab. Was wir schon haben. Und das war hier, glaube ich, ne? Guck mal, da war gerade ein Apfel. So. Bündel Nutzpflanzen, Bündel Tier, Bündel Nutzpflanzen Herbst. Das war in dem anderen Raum. Aber ich finde das cool mit den Äpfeln. Gut, dass wir Apfel, hier ist noch einer. Schwupps ist er weg. So, gucken wir hier. Fische, den hatten wir schon mal. Krabbenreuße. So, da haben wir nämlich einmal eine Miesmuschel und eine Venusmuschel. Einen Seestern haben wir nicht. Das Ding haben wir hier auch nicht. Herzmuschel. Eine gewöhnliche Salzwassermuschel. Ja, wir packen sie rein. Ich würde sie eigentlich sonst ganz gerne behalten. Um mal zu gucken, Auster haben wir auch noch nicht gefunden. Haben wir hier noch Bündel? Da haben wir irgendwelche Fische. Fische, Krabbenreuse, Ozeanfische. Die hatten wir auch schon mal. Aber kein Seestern. Teichfische. Haben wir da Nachtfische. Oha, jetzt
gibt sogar, man kann sogar nachts angeln, ja. Aber kein Seestern, also. Ja, können wir den verkaufen, vermutlich, ne? Haben wir das gemacht? Seeigel war da auch nicht bei, oder? Flussfische, Krabbenreuse, nee. Ja, gut. Nachtfische, Flussfische. Da auch nicht. Was ist denn das? Ach, ein Kugelfisch. Ozean, auch nicht. Nee. Nee, also Seestern können wir verkaufen. Wer ist das denn hier? Gucken wir mal. Caroline, heute werde ich mich einfach entspannen und positiv denken. Ach du meine Güte, bist du sicher? Ha. Klang auch nicht so erfreut, ne? Freuen die sich alle nicht über Blumen? Gucken wir mal. Ach nee, komm, wir gehen auch unten lang. Und ja, gucken mal. Vielleicht finden wir ja noch mal wieder ein Blümchen jetzt. Wir haben sie verschenkt. Und beide Male war das nicht unbedingt gerade so der Hit, ne? Hey, da, gut dich zu sehen. Besuche mich bitte, wann immer du willst. Ja, schön. Machen wir. Dir schenken wir das nächste Mal eine Blume. Vielleicht freust du dich dann ja mehr. Die anderen haben sich ja nicht gefreut, ne? Naja. Ach, guck, jetzt hätten wir dann auch noch verkaufen können. Hier bei Willi, ne? Haben wir jetzt nicht dran gedacht. Naja. Ist jetzt halt so, ne? Komm, wir holen noch ein bisschen Holz, weil wir gerade hier sind. Nehmen wir noch mit. Dann haben wir noch ein bisschen gesammelt. Ich bin sehr gespannt, was jetzt morgen dann ist auf unserem Kalender. Ob wir dann Frühling noch haben oder ob es dann Sommer wird. Wir werden es sehen. Jetzt kriegen wir den so wieder nicht gehackt, also machen wir es so. So, blub blub. Sammeln wir noch mit ein. So, jetzt wird es bald schon wieder dunkel. Schade, schade. Also die Tage, die laufen so schwuppdiwuppdi und weg sind sie, ne? So schnell. Hier haben wir sonst nichts. Leider. Da kommen wir nicht hin. Gehen wir mal nach oben weiter. Ja, jetzt wird schon wieder dunkel. Schade. Könnten noch ein bisschen erkunden, würde ich noch ganz gerne. Da kommen wir wieder nicht durch. Ja, wen haben wir da? Ist, glaube ich, Abigail, ne? Ich glaube ja. Ach, guck, hier haben wir noch so ein Rettich. Ist ja schon mal was. Da haben wir noch einen. Immerhin, kleines bisschen noch gefunden. Können wir verkaufen? Oder sammeln wir das jetzt mal? Nee, ich denke mal, wir werden es noch mal verkaufen. Dann haben wir noch ein bisschen Geld. Wir hier in unserem Dschungel. So. So, wir können mal gucken. Harz. Mit dem Harz können wir doch, glaube ich,
diesen Dings herstellen, oder? Standarddünger, genau. Machen wir mal das. Dann haben wir das gemacht, dann können wir das, wenn wir das Feld wieder neu bepflanzen, können wir hier von diesem Dünger ein bisschen was dazu machen. Ist, glaube ich, nicht schlecht. So. Falsch. Wir haben davon ja auch noch was, so. Das kommt da nicht rein. Ja, komm, dann könnten wir eigentlich, ja, oder... Wir haben hier noch diese Muscheln. Die könnten wir dann morgen verkaufen. Und das packen wir da noch rein. Hier haben wir noch so eine Muschel. Obwohl, nee, die hat so ein Sternchen. Die behalten wir mal. Da haben wir die hier. Dies, dies, das. Das verkaufen wir. Das legen wir gleich in die Kiste. Und das bringen wir dann morgen an den Strand. Nach Willi, zu dem Angler. So, komm, dann machen wir hier noch. Das machen wir mal dazu. Dann haben wir schon mal so ein bisschen. Können wir ja dann auch noch machen. Hier Holz weg. Die verkaufen wir. Das bringen wir morgen weg. Das legen wir in die Kiste. Das bringen wir dann morgen. Machen wir mal so und so. Und dann schwupp dich und schwupp. Dann haben wir es ein bisschen näher zusammen. So. Gut, das legen wir noch ab. Dann den Seestern und ja, den Meerrettich. So, das bringen wir morgen dahin. Was macht unser Wuffel? Wo ist er? Ist schon wieder irgendwo unterwegs oder im Haus, ne? Gucken wir mal. Wir gehen jetzt auf jeden Fall rein. So. Schwupp. Da ist er. Und unser Huhn. Er schläft schon. Werden wir gleich auch machen, auf jeden Fall. Wir werden jetzt den Wetterbericht noch hören. Willkommen bei Wetter, Neuigkeiten und Unterhaltung. Morgen wird es den ganzen Tag klar und sonnig sein. Super duper. Ich bin gespannt auf den Kalender. So, super. Wir können schlafen. Das machen wir jetzt auch. Ja. Hofarbeit. Neues Herstellungsrezept. Bienenhaus. Das ist cool. Neues Herstellungsgeschwindwachs. Neues Kochrezept. Bauernmahlzeit. Klingt auch lecker, ne? Aber das finde ich auch toll. Hier. Ein Bienenhaus. Da kann man Honig oder irgendwas dann sehr wahrscheinlich bekommen. So, gucken wir. Immerhin ein bisschen noch dazu. Sehr, sehr schön. Freue ich mich. Und das war der 28. Tag. Ja, guck, wir haben Sommer. Guten Morgen, schöner Morgen. Ja, wir wissen jetzt Bescheid. Ne? Wir sind jetzt am ersten Tag im Sommer. Gut, dass wir den Blumenkohl nicht mehr gepflanzt haben, sonst hätten wir es sehr wahrscheinlich nicht geschafft. Wir werden gleich diese Sachen hier verkaufen und neue Samen auf jeden Fall kaufen. Aber, Leute... Das Ganze machen wir natürlich nach einer kurzen Pause und lassen uns dann überraschen, wie schön der Sommer hier wird. Ich freue mich wirklich sehr, aber bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Tschüss.